Liebe Strategiefans, willkommen zurück zu Galactic Civilization 4. Es wurde ein Patch eingeführt, die Version 1.04. Jetzt im Laufe des Spiels schon profitieren wir nicht von allen Änderungen. Aber eine große Änderung, die zeige ich euch mal, die hier auch greift. Und zwar sehen wir jetzt hier eine Auflistung aller Kernwelten. Und ja, mit den ganzen Erträgen, die man so bekommt, was produziert wird, der Planetenoberfläche und in den Schiffswerften. Und was wir uns jetzt sofort zunutze machen, ist diese, ja, Übersicht über die Zufriedenheit. Denn einmal hingehen und die Steuern erhöhen. Dann sehen wir jetzt hier schon, dass wir keine großen Verluste mehr haben. Aber schön mehr Gewinn machen. 84 Credits statt 41. Und jetzt gehen wir in die Übersicht. Und sehen hier direkt bei der Erde 89%. Ja, und hier Jennifer Lee 85%. Also da haben wir einen Bürger bzw. eine Bürgerin, die besonders unzufrieden ist. Ja. Warum ist sie so besonders unzufrieden? Hohe Erwartungshaltung, minus 5%. Ja. Okay. Also, wir bauen hier gerade noch Kimberley's Refuge fertig. Und dann können wir ja, wenn wir jetzt hier einen Unterhaltungsdistrikt bauen, plus 5%. Dann machen wir es ruhig erstmal so fertig. Dann haben wir hier praktisch schon 5 Runden unsere Probleme gelöst. Eventuell sie noch auf eine Kolonie- oder Sternbasis schicken und dann haben wir es. Sind wir hier auch wieder bei 86%, 96%. Und generieren halt schöne Einnahmen. Auch durch unseren Handel. Und wenn wir uns dann nochmal Übersicht anschauen. Da haben wir mittlerweile 7 Handelsrouten eingerichtet. 58 Credits pro Runde. Ja, okay. Dann ein Event. Ah, okay. Ah, ein uraltes Schiffswrack wurde gefunden. Auf Asteloria 4. Können ein Museum errichten, um zukünftige Generationen zu inspirieren. Innovation auf 7 plus 5% Forschung auf allen Welten. Ja. Oder halt das Ganze verschrottern. Kreativität auf 5 plus 250 Credits. Oder wieder herstellen. Ein freies Drohnenschiff. Und opportun auf 5. Ja, wir nehmen mal, dass wir opportun auf 5 kriegen. Hier, Incentives. Loyalität für alle Anführer plus 10. Das werden wir auch sofort auswählen. Dann haben wir hier den Gouverneur auch schon auf 90. Es gibt da nochmal mehr Zufriedenheit. Zeige ich euch. Sind wir hier schon aufgrund der Loyalität bei plus 17%. Aber wenn er nochmal 10 Loyalität mehr kriegt, dann geht es hoch auf 20% wie auf der Erde. Okay. Noch ein Event. Okay, also hier kam es offensichtlich zu einer Schlacht unter Torianern. Und es ging um einen, es scheint zumindest so, dass es um einen Aufstand ging, der gewaltsam niedergeschlagen wurde. So, wir können nichts sagen.
Dann kriegen wir bei den Taurianern plus 1 und Geheimhaltung auf 7. Wir können die Taurianer darum bitten, dass sie uns dafür zahlen, dass wir schweigen. Minus 1 bei den Beziehungen und opportun auf 7. Wir können das Ganze aufzeichnen und mit der ganzen Galaxie teilen. Minus 3 bei den Taurianern über Transparenz auf 6. Ja. Transparenz möchten wir ja hochschrauben. Da gibt es ja diesen einen Super-Trade, den wir auswählen können, sobald wir Transparenz auf 9 haben. Deswegen nehmen wir jetzt hier Transparenz. Auch wenn das minus 3 bei den Taurianern angibt. Ja. Revealed our secrets. 3 minus Symbole. So, dann. Jetzt hier weiter. Beziehungsweise, da hat man in dieser Runde schon die Antimaterie-Bombe geschossen. Nur noch einmal bestätigen, dass wir mit dem Schiff in der Runde nichts mehr machen. So, jetzt hier. Aufstiegskristall möchte man eigentlich gar nicht haben. Der bringt uns nichts. Eventuell haben wir eine Reichweite groß genug, um hier zweimal Thulium und zweimal Antimaterie zu bekommen. Suchen wir mal. Jawohl, das sieht gut aus. Sehr schön. Natürlich eine Bergbaubasis. Wir haben keine Module, um sie weiter auszubauen. So, das Schiff geht automatisch auf Erforschen. Erkunden. Und hier sind neue Anomalien erschienen, meine ich. Okay, mit den Schiffen können wir jetzt aktuell nichts machen. So, hier weiter erkunden. So, und jetzt plus 6 Logistik. Sehr schön. Finanzministerium. Ich wähle mal Finanzministerium aus, aber eventuell werden wir es nochmal ändern. Jetzt die große Frage, ob wir mittlerweile genug Logistik haben, um hier zuzuschlagen. 22 Logistik. Ja, wenn wir die zwei hier zusammenführen, dann sind wir halt schon auf 16. Das heißt, wir haben nur noch 6 Platz. Die Hive Base wäre mit Sicherheit dabei. So. Dann haben wir nur noch 2 Platz. Das heißt, da könnte ein Escort-Schiff mitmachen. Was hier in der nächsten Runde fertiggestellt wird. Dann ist die große Frage, reicht uns das? Oder investieren wir noch einmal in die Logistik? Acht Logistik. Oder 9 Runden dauern. Oder haben wir einen Artefakt, um sofort eine Forschung zu beenden? Das haben wir nicht. Ihr Escort-Schiff abbrechen. Forschungsmission.
reshuffeln im Ingenieursbereich. Ja, also wir streben hier die plus 8 Logistik noch an. Bombardieren hier weiter. Ah, ich möchte jetzt keinen von unserer wertvollen Schiffe verlieren. Und Safe Scan möchte ich auch nicht. Also jetzt einfach angreifen, testen und dann, wenn es schief geht, neu laden. Das klingt viel langweilig. So. Hier automatisch erforschen. Nächste Runde. Jawohl. Gehen wir schön die Antimateriebombe auspacken. Jede Runde. Und hier mit der normalen Rakete. Ja, hier sind wir jetzt bei 22 von 22. Escort-Schiff mit 30 Hitpoints. Ja, ist halt die große Frage bei ihmchen. Wenn der mit 40 hittet, dann... dann war es das mit dem Escort-Schiff. Ach so, Kimmel's Refuge müsste fertig sein. Jawohl. Und noch mehr Nahrung. Ja, Basiswert plus 5 und dann ein bisschen haben wir auch noch mal eins dazu bekommen. Dann kriegen wir hier durch Kindness plus 5% mittlerweile. Das sieht doch gut aus. Dann haben wir selbst hier demnächst, also in einer Runde auf 91%. Raketen abfeuern. Die Materiebombe. Und die Altarianer bieten uns ein Handelsabkommen an. Aber es möchten von uns 780 Credits haben. Das Verteidigungsministerium. Das ist kein gutes Angebot, Leute. Das machen wir nicht. Allianz ist noch in weiter Ferne. Freundschaft verkündern, machen wir. Tribut zahlen. Ah. 100 Credits investieren hier in die Beziehung. Ja, gut, wir haben hier nur 3 Minus-Symbole. Das müsste doch funktionieren, hier die Allianz zu gründen. Dann zahlen wir denen ruhig ein bisschen Credits. Wirtschaftliche Aufbauhilfe. So. Mal dort weitermachen. So, Forschungsmission abgeschlossen. 50 Forschungspunkte. Noch 3 Runden, bis wir Logistik plus 8 kriegen. Und hier ist ein Frachter bei Arkea angekommen. Okay, das ist ganz interessant. Weil jetzt fehlt uns eine Handelslizenz. Und wir können aber unseren Fernwelten. Ja, okay, wir hätten die schon längst als Entertainer spezialisieren können. Sorry. Divine Empath. 300 Credits.
Haben wir da einen mit ja, Einflusswachstum, ist mir eigentlich relativ egal, aber Zustimmung und Forschung sind halt wichtig. Also jemand mit einem hohen Sozialskill und einer hohen Intelligenz. 3, 6, 5, 3, 6, 5. Erwartungshaltung nur minus 2% ist auch gut. 3, 6, 4, 2, 7. Also ja, ja. Mal 300 Credits ein bisschen. Mal schauen. Dann haben wir hier den Divine Empath plus 6%. Und bei der Zustimmung wird er auch mit plus 5%. Ja, sehr gut. Wenn wir ihmchen jetzt noch als Entertainer spezialisieren, dann sind wir auch bei 96%. Ja, okay, dass wir die Entertainer mittlerweile auswählen konnten, das ist mir entgangen. Okay, gut. Eventuell, wir testen das mal, noch höhere Steuern. Dann gehen wir wieder hier auf die Übersicht. ...68%, 75%. Wir weit wegkommen, wenn wir die anderen ja auch spezialisieren. Einigermaßen was im Sozialbereich drauf haben. Naja. Da fehlt dann doch noch was. Oh. Hier. Der Altar für die Kron fertig geworden. Rush, das heißt, das wurde durch eine der Forschung einer Anomalie fertiggestellt. Ah, hier kommt kaum Forschung rein. Würde sich der Divine Empath halt kaum lohnen. Ja, jetzt sind wir ja schon bei 88%. Bei der Erde halt bei 73. Also wir senken die Steuer nochmal auf den zweithöchsten Satz. Ach so, es ging ja eigentlich um die Handelslizenz. Sorry, Leute. Hier einmal als Händlerin. So, zack. Also, hau ich einmal darüber. Und da sind wir auf die Bad Guys gestoßen. Die Trenchern. So, mit denen werden wir wahrscheinlich keine Allianz gründen können. Wir sagen mal trotzdem, okay. Auf gute Zusammenarbeit, aber. So, die Arcane Republic, die bietet uns an 653 Credits. Damit wir gegen die Joa in den Krieg ziehen. Machen wir natürlich nicht. So, Logistik plus 8.
Das ist interessant. Die diplomatische Botschaft. Transparenz nochmal plus 1. Ah, hier könnten wir eine weitere Politik aktivieren. Das dauert halt auch wieder so lange hier. Und wir haben auch keinen Aurorus Arboretum, nehme ich mal an. Nein. Aber schauen wir hier, dass wir die eine weitere Politik aktivieren können. Planetarer Stimulus ist auch nicht schlecht. 20% Produktion. Ja, Anti-Drangen, die sind stark. 975 Punkte. Nochmal hier raus. Ja, wir haben Artefakte, das mögen wir nicht. Die sind mit den Jors verfeindet. Ja, wir sind bei 7, müssten auf 9. Ein bisschen weiter geht's hier noch. Also auf 8 kommen wir sowohl. Wir können natürlich mal schauen, dass wir hier noch die Freundschaft verkünden. Das werden die Drenchen auf jeden Fall nicht mögen. Und wir werden jetzt erstmal bei den Dungeon noch einen Diplomaten zuweisen. Ah, kann ich rekrutieren. Und Anführer einladen erst in 16 Runden wieder. Es gibt den Einzel hier. Da kann man das Einladen der Anführer halt häufiger durchführen. Den aktivieren wir jetzt mal. Und ist auch sofort ready dann. Den Controller ausgegeben. Mal schauen, wie lange es jetzt dauert. 25 Runden, okay. Da sind die drei Anführer. Okay, 12 Intelligenz. Interessant. Und hier haben wir als Gouverneur pre-signed. 50% Wissenschaft und minus 50% Produktion als Gouverneur. Ah, hier für 203 Credits erstmal. Ämchen. Ah, dann holen wir uns den mit 12 Intelligenz. Für den Resigned-Typen haben wir jetzt nicht genug Credits. So. Erstmal hier den Gouverneur unterbringen. Und der besonders intelligente, der geht ins Forschungsteam. Ja. Haben wir das? Ah, die Kane sind verfeindet mit den Altarianern. Warum sind die denn im Krieg miteinander? Können die nicht friedlich miteinander umgehen?
Aber was halt krass ist, dass die Dwenschen so viele Punkte haben. Die haben 50% mehr Punkte als wir. Wenn die sich die Yors einverleiben, dann ist es halt... Ja, schaut euch erstmal an, Yors, nur 234 Punkte. Ja, dieser Modifikator, der wird irgendwann noch wieder weggehen. Wir sind minus 2 hier bei den Drenchen. Eine, nein doch, das sind die Drenchen. Jetzt den Planeten kolonisiert. Schiffe gebaut 80, Schiffe verloren 55. Wir haben 43 gebaut und 3 verloren. Ja, okay, so. Dann haben wir jetzt 30 Logistik. Hier haben wir noch 8 Logistikpunkte frei. So, noch ein Escort-Schiff. Dann haben wir da 2 Escort-Schiffe. Und die Perseverance. Einmal da rein. Und dann haben wir noch 4 Logistik frei. Dann denke ich mal die Discovery noch. So. Dann haben wir 30 von 30. Und jetzt heißt es Angriff. Okay, wo ist der Kampfbericht? Ah, naja gut, aber... Anscheinend ist es so gewesen, dass die Assault Fighter alles getankt haben. Und wir dann ja so schnell Schaden gemacht haben, dass wir hier auf unsere eigentlichen Schiffe keine... Ja, nicht getötet wurden. Okay. Das ist ein bisschen buggy, Leute. Schau mal. Ja. Nein, das schauen wir uns in dieser Folge jetzt noch an. Einmal speichern, neu laden. Ja, jetzt ist das Schiff wieder da. Nochmal angreifen. Ja, Leute, dann haben wir jetzt leider einen Bug. Eigentlich zu ändern. Wir werden dann hier mit anderen Anomalien weitermachen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.